Viele Zuschauer warten brennend auf einen neuen Drogenerfahrungsbericht. Und es wird bald einen Erfahrungsbericht zu Kokain geben, da ich die Droge jetzt nach vielen Jahren nach meinem ersten Konsum ein weiteres Mal probiert habe. Aber davor will ich noch dieses spannende Infovideo machen mit vielen geheimen Fakten über die Droge. Sorry, ich muss nur irgendwie rüberbringen, dass mein Infovideo besser ist als die anderen auf YouTube. Falls ihr die Kokain-Trip-Aufnahmen bereits jetzt sehen wollt, auf meinem Patreon habe ich die bereits veröffentlicht. Also überlegt euch, ob ihr mich da vielleicht supporten wollt, denn solche aufklärenden Videos werden nur möglich gemacht durch Zuschauer wie euch, die mich bei Patreon unterstützen, da YouTube diesen Kanal komplett entmonetarisiert hat. Es heißt Kokain. Koks kommt in so vielen Filmen und Serien vor, dass jeder weiß, dass es eine aus dem Kokastrauch gewonnene, stimulierende Droge ist, die durch eine Steigerung von den Botenstoffen Dopamin, Noradrenalin, Serotonin, Effekte wie Euphorie, erhöhtes Selbstvertrauen, Konzentrationssteigerung, Auslöschung von Hunger- und Müdigkeitsgefühlen auslöst. Daher versuche ich nun auf ein paar Dinge einzugehen, die eher weniger bekannt sind. Wenn ihr doch schon alles wusstet, gebt euch in den Kommentaren 100 Punkte. Kokain ist in der Regel weißes kristallines Pulver, aber es gibt auch schwarzes Kokain. Schwarzes Kokain ist nicht für den Konsum geeignetes Kokain, das mit Kobalt und Eisenchlorid vermischt wird, was von herkömmlichen Drogentests nicht erkannt wird und somit leichter schmuggelbar ist. Obwohl die meisten Menschen Koks durch die Nase ziehen, entfaltet es auch eine Wirkung, wenn man es spritzt oder oral einnimmt. Am wenigsten bekannt ist bestimmt die Tatsache, dass Koks auch als Lokalanästhetikum einsetzbar ist. Also man könnte sich an bestimmten Körperstellen mit Koksalbe einschmieren, um nur an diesen Stellen keinen Schmerz zu empfinden. Aus Kokainsalz und Natron wird Crack hergestellt. Und wenn man Koks mit Ammoniak erhitzt, hat man die Kokain-Freebase, also eine basische Form von Kokain. Crack und Kokain-Freebase sind dann zwei Arten von Weiterverarbeitungen von Kokainhydrochlorid, dem klassischen Koks, die man raucht, aber nicht spritzt oder zieht. Normales Koks, also Kokainhydrochlorid, kann man theoretisch auch rauchen, aber das wird geraucht so viel weniger als Crack oder Kokain-Freebase, dass es eine Verschwendung wäre, dies zu tun. Dass früher bis ins Jahr 1903 im Getränk Coca-Cola Kokain enthalten war, ist mittlerweile auch kein Geheimnis mehr. Was aber weniger bekannt ist, ist, dass das Getränk bis heute Extrakte aus der Coca-Pflanze enthält, aber halt nicht den Wirkstoff Kokain. Die Stepan Company ist das einzige kommerzielle Unternehmen, das in den USA die Berechtigung hat, Coca-Blätter zu importieren. Davon importieren sie im Jahr 100 Tonnen, um dann einen Kokainextrakt an die Coca-Cola Company zu verkaufen. Was machen die dann mit dem extrahierten Koks? Das verkaufen sie an das Pharmaunternehmen Mallinckrodt für medizinische Zwecke. Ein Unternehmen, das 2017 90% des kompletten Umsatzes im amerikanischen Gesundheitssystem gemacht hat, aber trotzdem nur in Irland Steuern zahlt. Ich glaube, es gibt ein anderes Unternehmen, das das ähnlich macht und mir in letzter Zeit ziemlich auf den Sack geht. Der Kokaingehalt einer Cola lag damals übrigens bei 250 Milligramm pro Liter Cola. Zum Vergleich, 30 bis 60 Milligramm ist die reguläre Dosierung, wenn man Kokain durch die Nase zieht. Nasal wirkt es natürlich deutlich stärker als oral. Um einen vergleichbaren Effekt von geschnupften 30 bis 60 Milligramm durch oralen Konsum zu erreichen, müsste man zwischen 100 und 200 Milligramm Kokain schlucken. Also, man konnte sich mit dem Cola von damals definitiv wegballern. Oral eingenommen wirkt es etwas länger als geschnupft, wo die Hauptwirkung bei den meisten Quellen oft nicht länger als eine Stunde angegeben ist. In dieser Grafik ein paar weitere Infos zu Wirkeintritt, Dosierung und Wirkdauer. Irgendwie krass, dass Kokain mit ca. 100 Euro pro Gramm zwar eine sehr teure Substanz ist, aber es dann nur eine Stunde wirkt. Für eine Line von 30 Milligramm zahlt man dann 3 Euro, was schon noch bezahlbar ist. Aber sobald man dann süchtig wird, konsumiert man schnell mal Kokain im Wert von mehreren 100 Euro pro Tag. Solche Dosierungen packt man aber wirklich nur, wenn man schon so süchtig ist, dass man sich eine Toleranz aufgebaut hat. Für Konsumenten ohne Toleranz fängt die tödliche Dosis, wenn man es zieht, bereits bei knapp über einem Gramm an. Tödliche Dosen gibt es in Deutschland allerdings nicht so oft. 2017 sind 41 Menschen an Kokainvergiftung gestorben. Der Kokaingehalt bei Kokablättern liegt durchschnittlich bei 1%. Das bedeutet, dass man 10 Gramm Kokablätter für einen durchschnittlichen Koksrausch essen müsste.
Klingt machbar. Das traditionelle Coca-Kauen unterscheidet sich allerdings stark vom heutigen Kokainkonsum, weil beim Kauen deutlich weniger Kokain in den Körper gelangt. Das Kokain wird aus den Blättern auch langsamer freigesetzt. Alle Dosisangaben hier sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, da Kokain eines der meistgestreckten Sachen ist und man da auf der Straße oft nur ein Reinheitsgehalt von 30% hat. Wobei sich die Rate an sehr reinem Koks die letzten Jahre deutlich erhöht hat. Im Jahr 2007 hatte nur 20% des Koks einen Reinheitsgehalt von über 80%. Heutzutage hat fast 70% des Koks einen Reinheitsgehalt von über 80%. It's pure, man. That's 100% pure. Am häufigsten streckt man Kokain mit Koffein, Hydroxyzin, Levamisol, Phenacetin oder Lokalanästhetika, die alle nochmal eine Palette an eigenen Nebenwirkungen mitbringen. Levamisol scheint mir hier von diesen Streckmitteln das gefährlichste. Ein Mittel, das man eigentlich bei Schafen und Pferden verwendet, um Darmparasiten zu bekämpfen. Der einzige Effekt auf den Rausch ist, dass Levamisol die Wirkdauer verlängert, was dann die Konsumenten glauben lassen kann, dass es besonders gutes Koks ist, obwohl es besonders schlecht ist. Die Substanz kann die extrem gefährliche Bluterkrankung Agranulozytose auslösen, genauso wie die nekrotisierende Vaskulitis, eine Krankheit, die Gewebe an Ohren, Nasen, Lippen, Hände, Arme, Beine absterben lässt. Nicht zu verwechseln mit der Krankheit Vaginitis, die Vaginas überall auf dem Körper wachsen lässt und durch Fleischmangel ausgelöst wird. Die lebensbedrohliche Lungenerkrankung pulmonare Hypertonie kann Levamisol ebenfalls verursachen. Als wäre Kokain nicht schon gefährlich genug. Schlafstörungen, Gereiztheit, Aggressivität, Angst- und Wahnzustände, Depressionen, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Atemnot, Hyperaktivität, nervöse Zuckungen, Muskelkrämpfe, Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Schäden an Niere, Leber, Lunge, Haut, Durchbruch der Nasenscheidewand, Schwächung des Immunsystems, Blutdruckerhöhung, Nervenschädigungen und sämtliche psychische Störungen können durch Kokainkonsum auftreten. Also grob gesagt kann man sich damit den ganzen Körper und Geist kaputt machen. Und weil Kokain ein verdammt hohes psychisches Abhängigkeitspotenzial hat, ist die Chance, dass sowas passiert, nicht so gering, wenn man sich auf Koks einlässt. Kokain macht zwar nicht körperlich abhängig, aber es kann aufgrund der Psychosomatik trotzdem zu körperlichen Entzugssymptomen kommen. Wie ich auch nochmal bei meinem kommenden Erfahrungsbericht erläutern werde, bin ich absolut kein Fan dieser Substanz. Das Nutzen-Schaden-Risiko bei dieser Droge ist ziemlich schlecht, also lass den Scheiß. Das Geile ist, obwohl ich Kokain in diesem Video versuche, sehr schlecht darzustellen, weil ich es für verdammt gefährlich halte, führt dieses Video innerhalb von wenigen Tagen eine ab 18 Beschränkung haben. Genau wie zum Beispiel dieses Video hier von Drugcom, das ausschließlich negative Nebenwirkungen von Kokain aufzählt. Aber gut, dass kein koksverherrlichender Rap-Song ab 18 ist. Circa 4% der Deutschen, die älter sind als 18, haben übrigens schon mal Kokain probiert. Ein Wert, der über die letzten Jahre gestiegen ist. Allerdings ist der Wert der Menschen, die es in den letzten 12 Monaten probiert haben, nicht gestiegen. Ich hoffe jedenfalls, dass ich diese Zahlen durch das Video etwas senken kann. This cooks me off, honey. Oh, fuck, my. Ich bin zwar anti-Kokain, aber pro-Coca-Pflanze. Ich denke, es würde keinen großen Unterschied machen, wenn man anstatt eines morgendlichen Kaffees sich mit ein wenig getrockneten Kokablättern einen Tee braut. Und wenn ich die 100.000 Euro auf Patreon geknackt habe, werde ich jemanden anstellen, der sich 24/7 um die Coca-Strauch-Legalisierung kümmert. Danke für euren Support. Bald gibt es dann das Münchner Club-Rating-Video und den Kokain-Erfahrungsbericht, welchen ihr jetzt schon auf Patreon sehen könnt.